Ukraine. I told them, as I have each and every time we've spoken. Wie jedes Mal, wenn wir miteinander gesprochen haben, dass die Vereinigten Staaten fest an der Seite der Ukraine stehen, während sie mutig für ihr Land kämpfen. Und während Putin seinen rücksichtslosen Angriff fortsetzt, arbeiten die Vereinigten Staaten und ihre Partner mit Schulterschluss, um die Sanktionen zu stärken und Globaldruck auf Russland auszuüben. Später am Tag, zusammen mit anderen NATO-Alliierten, den G7, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan, Großbritannien und der Europäischen Union, werden wir gemeinsam weitere Schritte ankündigen, um weiterhin Druck auf Putin auszuüben und ihn zur Rechenschaft zu zwingen. Und über diese Punkte möchte ich jetzt sprechen. Zuerst einmal, jedes einzelne unserer Land wird Schritte unternehmen und den meistbegünstigten Status für Russland beenden. Dieser Status beinhaltet, dass zwei Länder sich unter den bestmöglichen Bedingungen im Handel den Austausch führen. Und in den Vereinigten Staaten nennen wir das Permanent Normal Trade Relation, PNT, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Es ist die meistbegünstigten Klausel. Und wenn die aufgehoben wird, dann wird das Russland die Situation und das Handeln mit den USA sehr viel schwerer machen. Und dann auch, wenn der Handel ausgesetzt wird mit anderen Ländern, die mehr als die Hälfte des globalen Welthandels ausmachen, auch das wird dann ein harter Schlag sein für Russland und für die russische Wirtschaft. Und ich möchte die Repräsentanten aus dem Abgeordnetenhaus unter der Führung von Nancy Pelosi danken für ihre Unterstützung. Und ich möchte vor allen Dingen die Sprecherin Frau Pelosi beglückwünschen und ihr danken dafür, weil sie wirklich sehr stark Unterstützung eingefordert hat im Haus, wirklich die entsprechende Unterstützung bei den Abgeordneten für die Aufhebung dieser meistbegünstigten Klausel eingeholt hat. Für die Demokratie in der Ukraine einzustehen und gegen Russland zu stehen, ist nicht etwas, was uns in Zerwürfnisse bringen sollte. Unsere beiden Parteien stehen da zusammen. Und mit dieser parteiübergreifenden Unterstützung freue ich mich bereits auf dieses Gesetz, was ich unterschreiben werde, dass die meistbegünstigten Klausel diese PNTA-Klausel aufheben. Wir werden auch weiterhin Importe aus der russischen Wirtschaft, unter anderem Diamanten, Wodka und andere Produkte verbannen. Und es wird auch darüber hinaus Maßnahmen geben, die die Möglichkeit für Russland einschränken, bei der Weltbank oder beim IWF Kredite aufzunehmen. Putin ist der Aggressor. Das muss klar gesagt werden. Und er muss letztendlich den Preis bezahlen. Er kann nicht das genau bedrohen, was das Fundament der internationalen Stabilität und Friedens ist, und dann darauf hoffen, dass die internationale Gemeinschaft einfach wegschaut. Es wird darüber hinaus auch weiter Druck geben auf korrupte russische Einzelpersonen, insbesondere Oligarchen und ihre Familien. Und wir koordinieren innerhalb der G7, um ihre Vermögenswerte einzufrieren. Sie unterstützen Putin, sie beklauen das russische Volk und sie versuchen, dieses Geld in unserem Land zu verbergen. Das ist eine Kleptokratie, die in Moskau existiert. Und sie müssen den Schmerz dieser Sanktionen spüren. Und während wir ihre Superjachten und ihre Ferienvillas und ihre Hunderten von Millionen Dollar einfrieren, werden wir es ihnen auch schwerer machen, hochwertigere Güter in unseren Ländern zu kaufen. Wir werden die Export von Luxusgütern zum Beispiel einschränken nach Russland. Das sind die letzten Schritte, die wir unternehmen, aber es sind nicht die allerletzten. Und wie ich schon bereits am Anfang gesagt habe, wir werden es immer schwerer machen für Putin, denn die Vereinigten Staaten und die Alliierten arbeiten in absoluter Gemeinsamkeit. Die Gesamtheit unserer Sanktionen erdrückt die russische Volkswirtschaft. Der Rubel hat mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Ich höre, dass es etwa 200 Rubel kostet, um einen Dollar zu kaufen.
Der Börsenhandel in Russland ist ausgesetzt, in Moskau ist er seit 2 Wochen geschlossen, denn sie wissen genau, dass wenn der Handel wieder anfangen würde, dass dann die Kurse kollabieren würden. Und Fitch hat zum Beispiel den Status, das Rating der Russischen Föderation auf Junk-Status herabgestuft. Die Anzahl der internationalen Unternehmen, die Russland den Rücken zuwenden, wächst Tag für Tag. Und wir haben auch Zusammenarbeit mit unseren Alliierten und Partnern, um sicherzustellen, dass diese enge Partnerschaft, die wir haben, dass wir den Ukrainern die Möglichkeit geben, ihr Land zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten haben mehr als 1 Milliarde Dollar an Verteidigungsunterstützung in die Ukraine geschickt im letzten Jahr, inklusive Panzerfäuste und Stinger-Raketen und andere defensive Waffen. Wir in den Vereinigten Staaten schicken auch Sicherheitsunterstützung von unseren Partnern in die Ukraine. Und auf der humanitären Front arbeiten wir sehr eng zusammen mit den humanitären Organisationen, um die Menschen in der Ukraine, den Binnenflüchtlingen, zu helfen, die vor der Gewalt in der Ukraine flüchten. Wir haben mehr als 10.000 Tonnen an humanitärer Hilfe geliefert, Essen, Wasser, Medizin, die über Lastwagen und per Bahn jeden Tag geliefert werden. Gestern hat in Polen die Vizepräsidentin Harris 53 Millionen Dollar zusätzlich an humanitärer Hilfe versprochen. Das bedeutet, dass die gesamte humanitäre Hilfe 170 Millionen Dollar in nur 2 Wochen schon beträgt. Und in dieser Anstrengung sind mehr als 30 andere Länder beteiligt, die hunderte Millionen Dollar zusätzlich liefern. Und gestern Nacht, und da möchte ich auch noch mal dem Kongress sagen, Danke sagen, sie haben ein parteiübergreifendes Budget verabschiedet, wo 14,5 Milliarden Dollar zusätzliche Hilfe für die Ukrainer veranschlagt sind. Das werde ich sofort unterschreiben. Und ich möchte es ganz klar sagen. Wir werden sicherstellen, dass die Ukraine Waffen hat, um sich gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Und wir möchten auch humanitäre Hilfe und Nahrungsmittel weiterhin liefern. Und wir möchten auch die ukrainischen Flüchtlinge willkommen heißen und noch mehr Unterstützung liefern. Wir stehen da zusammen mit unseren Alliierten in Europa. Und die Botschaft ist ganz klar. Wir werden jeden einzelnen Zentimeter an NATO-Territorium mit der gesamten Macht der Vereinigten Staaten und aller NATO-Alliierten verteidigen. Wir werden keinen Krieg gegen Russland in der Ukraine führen, denn eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. Und das ist etwas, was wir vermeiden müssen. Aber wir wissen ja bereits, dass Putins Krieg gegen die Ukraine niemals das Ende sein wird. Er hat gedacht, dass die Ukraine sich einfach ergeben würde, ohne zu kämpfen. Das stimmte nicht. Er dachte, dass die Europäische Union auseinanderfallen würde. Das fand nicht statt. Er dachte, dass die NATO auseinanderfallen würde. Das hat nicht geklappt. Er dachte, dass die amerikanische Demokratie in Grabenkämpfen zerfallen würde. Das ist nicht passiert. Wir stehen vereint, wir stehen gestärkt und wir werden es nicht erlauben, dass Autokraten und möchtegern Kaiser die Regeln der Welt diktieren. Die Demokratien werden sich diesem Kampf stellen und wir stehen auf der Seite der Sicherheit, des Friedens und wir werden unsere Kraft zeigen und wir werden nicht nachgeben. Gott segne Sie alle, Gott segne die Ukraine und Gott segne unsere Truppen. Gibt es ein Zeichen, dass Russland möglicherweise Chemiewaffen oder verdeckte Operationen verwenden könnte als möglichen Vorwand? Und wer würde die Vereinigten Staaten da militärisch dann eingreifen? Nun, ich werde nicht über das Militärische sprechen, aber Russland würde einen sehr, sehr schweren Preis bezahlen, wenn sie chemische Waffen einsetzen würden. Das kann ich Ihnen sagen. Soweit also US-Präsident Joe Biden hat noch einmal die Einheit des Westens der USA und Europas ganz zum Schluss betont. Und ja, es ging natürlich um neue harte Sanktionen gegenüber Russland. Er will tatsächlich die normalen bisherigen Handelsbeziehungen mit Russland kappen, höhere Zölle auf russische Importe fordern und kündigte an, dass sein Land, also Russland, den Status als sogenannte meistbegünstigste Nation, so heißt das in der Fachsprache, in den Handelsbeziehungen entziehen werde. Das ist wichtig und das sei ein wirklich schwerer wirtschaftlicher Schlag gegen Russland. Und was er auch betont hat, der Kongress, der US-Kongress, stünde in diesem Schritt geeint zusammen.